mache dir ein kleines Video über meine Kupplungsgeschichte. Du konntest dir das schwerlich vorstellen. Also diese Deichsel hier ist im Prinzip von einem Einspuranhänger, wo im Prinzip eigentlich da und da unten eingehangen ist an so einer, ja, mehr oder weniger Gabel, wenn du so willst. Das habe ich jetzt als Sicherung hingeschweißt, dass mir da meine Schraube nicht abreißt, die anfangs nur alleine dran war und sich dann ein bisschen an der Achse hier verbogen hatte. Das ist ja nicht so ganz dickes Material. Das hier sind im Prinzip Schwerlasträder, wo ich abgesägt habe. Und das ist der Drehpunkt für, wenn man jetzt von oben drauf guckt, jetzt muss ich das gucken, ob ich dir das so demonstrieren kann, wenn man jetzt also so lenkt. Ne? Wenn du das jetzt ein bisschen besser erkennen kannst, dann gehen wir wieder zurück. Und das Rad hier ist im Prinzip für die Neigung. Wenn ich also jetzt in Kurve fahre, guck, siehst du das? Und das hier ist meine Auflage, dass diese ganze Geschichte sich im Prinzip nicht so verbiegen kann mehr. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Ich werde mir jetzt allerdings noch an das Blech hier eine Stütze anbringen. Nur ist das Federn noch ein wenig weg. Das federt jetzt einfach noch ein bisschen, weißt, wenn du jetzt hier guckst. Und die Räder hier, die haben natürlich alle produktionsbedingt etwas Spiel. Aber das ist alles miteinander dermaßen verpresst. Das wird also, das geht also nie kaputt. Das kriegst du gar nicht auseinander. Ich weiß gar nicht, wie das zusammen gemacht ist. Und da sind halt Kugellager drin. So. Und dieser Dämpfer hier, wo du hier siehst, das ist ein Lenkungsdämpfer von einem Motorrad. Und den habe ich deswegen angebracht, weil sich das ganze Fahrzeug auf die ersten Kilometer, wo ich mit dem Ding unterwegs war, dermaßen aufgeschaukelt hat, dass ich hier von der Straße geflogen war. Und dazu muss ich aber sagen, ich hatte meine Achse vorher hier. Und dann habe ich die noch 15 cm nach hinten versetzt. Und jetzt ist das ganze Fahrgefühl um einiges besser. Um einiges heißt, ich kann also jetzt teilweise bis zu 50 km/h fahren. Das ist aber, wie gesagt, auch, ja, sag's mal, bedingt, wie die Straße natürlich ist. Wenn du jetzt Schlaglöcher hast, so wie jetzt hier zum Beispiel, oder so Querrille, weißt du, da muss man dann natürlich schon aufpassen. Der hat sich vorher auch mal wieder, da bin ich noch bergab geschossen und da fing er dann aus sich ans Aufpendler. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Was ich auch schon festgestellt habe, wahrscheinlich liegt es auch noch mit dran, wenn man der falsche Luftdruck fährt. Also ich hatte letztens auch mal ein Stück weit dabei, wo ich also ja arg wenig Luftdruck hatte und das ist natürlich auch noch ein Problem. Und ich habe das deswegen mit die Platten gemacht, weil mein Rahmen wird ja hier an den Teilen so verschoben, um die Spannung vom Riemen hier zu gewährleisten bzw. herzustellen. Und der Hersteller wollte mir also nicht Auskunft geben, ob ich überhaupt einen Hänger anhängen kann und wenn, dann mit welchem Gewicht. So. Und dann bin ich halt hergegangen und habe mir diese Platten gemacht. Die sind jetzt auf der Seite dreimal gehalten. Dann ist hier noch ein Bügel hoch. Auf der anderen Seite nunter und auf der anderen Seite die Platte. Die ist noch sogar siebenmal gehalten. So. Und siebenmal, denke ich mal, hier sind es drei. Und dann sind es da noch mal zwei. Da steckt es in der Achse nur noch drinnen. Ja, und dann halt der Bügel noch und da sind wir bei sieben. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt noch ca. 400 Kilometer mit dem Ding gefahren. Diese Konstellation Fahrrad. Ich habe also kein E-Bike, das ist ein ganz normales Rad. Ich habe hier die Pinion Getriebenarbe mit 18 Gängen und bin also mit dem Ding ganz zufrieden. Natürlich, man muss es sagen, wie es ist, wenn es halt mal arg der Berg hoch geht, dann muss halt einfach mal absteigen und ein paar Meter schieben. Das ist dann einfach so. Bis 13% habe ich schon geschafft, zur Hälfte.
An die andere Hälfte habe ich dann einfach geschoben, weil ich hatte noch einige Kilometer vor mir und wollte mich dann nicht irgendwie großartig so kaputt machen, dass ich nur hätte nicht mehr nach Hause gefunden. Ja, ich meine, wenn du halt so Sachen machst hier mit Holztafeln, die sind zwar nicht schwer, das ist so ganz leichtes Material aus dem Wohnwagenbau, aber nichtsdestotrotz, das rechnet sich halt trotzdem alles zusammen, ne? Ich war jetzt gerade auf der Waage und ich muss das jetzt mal alles auswiegen, was ich da jetzt gerade drinnen liege habe. Hat 80 Kilo gezeigt. Mich hat es also schier vom Hocker genommen. Und ich war ja letztens unterwegs da in Donaueschingen und ja, da war es also so, dass ich noch einiges weiter drin hatte. Und bin jetzt mal gespannt, was tatsächlich jetzt an Gewicht noch vollends zusammenkommt. Aber ich bin auch gestern wieder 46 Kilometer gefahren. Bin halb vier los, war um 7 wieder daheim, hatte Berge drin, hatte Abfahrten dabei. Also es war alles dabei. Ich wohne ja hier im Schwäbischen. Und es ist bei uns alles andere als nur eben. Von dem her denke ich mal, ist das gar nicht ganz schlecht. Und ich meine, ich bin auch keine 20 mehr, das muss ich auch sagen. Von dem her bin ich auch irgendwo gleich ein stolz auf mich. Der Ehrgeiz ist noch immer noch ein bisschen da und genau. Naja gut, ich denke, ich habe dir das jetzt mal vielleicht ein bisschen besser erklären können. Und du kannst dir das jetzt ein bisschen besser vorstellen. Das Schutzblech, wo du sagtest, das erinnert dich an deine Suzuki. Das hatte mir mein erster Fahrradhändler an mein E-Bike geschraubt. Aber das habe ich nur sofortig wieder weggebaut, weil ich brauche ordentliche Schutzbleche. So ein Mist kann ich da gar nicht haben. Aber für diese Zwecke hier ist das Ding jetzt ganz geschickt, weil ansonsten würde sich der Hänger also dermaßen vollsauen. Und man muss also sagen, da sicher da unten ist, geht meine Bremsleitung neu und da ist also kaum ein Dreck dran. Natürlich hier die paar Spritzer, aber das ist alles gar nicht so schlimm. Und da unten drunter ist das jetzt eigentlich auch nicht so extrem schlimm. Von dem her kann man das eigentlich auch lassen. Und falls du dir auch sowas bauen wolltest, ich weiß nicht jetzt genau, ob du Hänger bauen oder Fahrrad oder nur Fahrrad, kann ich dir also nur empfehlen, mach unbedingt eine Bremse hin. Mit der fange ich noch allemal das ganze Fuhrwerk wieder ein. Wenn das sich aufschaukelt, wie ich da vorher beschrieben habe. Und auch so, ich brauche eigentlich das Fahrrad noch relativ selten oder ganz wenig noch zum zusätzlichen Bremsen. Das ist also ganz geschickt an der ganzen Geschichte. Gut, kriegst du von mir das Video nachher, wenn ich wieder daheim bin. Und dann hast du vielleicht jetzt ein bisschen eine Vorstellung, was ich da mir zusammengesponnen hatte. Und wie gesagt, das funktioniert jetzt seit über 400 Kilometern noch ganz gut. Und bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch hält. Ich konnte überhaupt nicht auf diese Einarmdeichseln vertrauen, weil ich halt immer das Gefühl habe, dass der sich, ja, der Hänger mehr oder weniger verzieht. Weißt, der macht noch immer so hier. Wenn du dir das von Hände mal anguckst, kleinen Kinderanhänger oder Hundeanhänger, das ist alles Mist. Und gerade bei so einem Gewicht ist es also mehr als wichtig, dass man das Ding, sag ich mal, zentral zieht. Und die Deichsel, die geht ja jetzt, das was man ja jetzt hier sieht, geht jetzt als L da unten rein, unter der Rahmen runter. Warte mal, guck jetzt nochmal, da siehst du das? Da hinten läuft es in den Rahmen im Prinzip rein und ist da unten ordentlich verschraubt, zusätzlich eingegossen, dass ich das nicht rausreißen kann. Und ja, falls jetzt die Konstruktion kaputt gehen sollte, dann kann man das auch noch anders machen. Bei der Geschichte, wo du bauen möchtest, mit diesem Lastenrad, das hat ja der in dem Video ganz gut gezeigt, ist das ja schon mal besser, weil du hast diesen Rahmen um das Hinterrad rum. Und deswegen wollte ich mir jetzt hier nicht hinkonstruieren, weil das schleppe ich ja noch immer mit mir rum. Die Deichsellänge da, also die ist da vollkommen ausreichend. Viel länger braucht es gar nicht sein. Wozu auch? Im Gegenteil, du bist ja so
dann auch viel kürzer vom ganzen Fuhrwerk her reist. Also das muss auf alle Fälle meiner Meinung nach nicht länger sein. Wozu? Und durch das, dass ich ja hier im Prinzip meine Gelenke, meine Knick- und Drehpunkte habe, brauchst du ja nicht mehr. So, und ich finde es also mehr als geschickt. Ich hatte das schon mal probehalber an einem kleineren Lastenanhänger verbaut und war mit dem Ding mehr als zufrieden, sagen wir mal so. Und deswegen habe ich das auf das System hier gleich wieder übernommen. Hab das mir noch ein bisschen verstärkt. Jetzt fängt es gleich Schneier an, jetzt muss ich weiterfahren. Bei uns ist es nämlich schon arg frisch geworden. Ja, nee, wie gesagt, das ist also, ich bin mit dem Ding richtig zufrieden. Ob jetzt dieser Dämpfer unbedingt sein muss, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Er schlingert jetzt meiner Meinung nach nicht mehr ganz so arg. Ich müsste mal probieren, ob er jetzt ohne das Ding komplett noch, ob sich es vielleicht komplett, ob es überhaupt notwendig wäre. Auf der anderen Seite ist das mehr oder weniger nur gleich noch meine Sicherung. An die normale Hänger habe ich ja da so eine komische Reißleine und ich habe halt in dem Falle da diese Eisenstange dran. Das ist glaube ich auch nicht ganz schlecht. So, gut, jetzt sind wir dann am Ende angekommen. Einen schönen Tag voll.